Guten Morgen, ihr Hübschen und willkommen zum 20.09. Wir sind noch in der Fischemond-Energie. Wir wechseln morgen in den Widdermond. Heute Nacht haben wir den Vollmond in den Fischen, Vollmond-Orakel. Habt ihr Freitag schon bekommen und in der Fischemond-Energie 20 und 9, ne? 20.09. Ja, the ladies. Schaut mal, wovon ihr euch wegdreht, worauf ihr jetzt keinen Bock mehr habt, wovon ihr euch trennt. Erzengel Michael ist ja der Lichtschwertträger, also der die Macht und Kraft hat, Dinge in die Auflösung zu bringen. Ne? Und finde ich sehr, sehr passend, dass er jetzt zum Vollmond erscheint. Erstens mal, weil ich euch zum Vollmond vielen von euch eine Chakrenspirale mit dem persönlich geschändelten Gebet gemacht habe, die ihr heute hoffentlich entzündet. Und zum anderen, weil es, wissen wir ja schon von der Karma-Legung, ne, es mit diesem Vollmond, mit Maybone, mit der Herbsttag und Nacht gleiche um einen karmischen Ausgleich geht. Ja? Und Michael mit dem Lichtschwert, das Seelenschwert, ist das Schwert der Wahrheit. Auch da haben wir schon drüber gesprochen, über die extrem präsente Seraphis Bay-Energie, die wir auch gerade haben. Ja? Also selten in dieser Klarheit erlebt. Ja, ja, worum geht es hier? Ne? Um Karma, ne? Um dunkle Spiegelung. Und wir treffen auf Spiegelungen, um Karma zu verstehen. Hier haben wir das Wissen, das Verstehen und durchtrennen das dann. Oder eben nicht, ne? Wisst ihr selbst. Ich sage ja immer, alle guten Dinge sind drei. Ja, der ein oder andere ist soweit und der nächste braucht halt da erst nochmal einen auf die Mütze. Ne? Bis er dann soweit ist, dreht dann nochmal eine Runde. Aber alles okay. Wäre ja auch schlimm, wenn man gleich beim ersten Mal immer alles auflöst. Ne? Das muss ja nicht immer gleich alles, kann ja auch mal was ein Versehen sein, ne? Oder ein Ausrutscher sein oder sonst irgendwie was. Deswegen alles gut, ja? Okay, also geht es mit dem heutigen Tagesimpuls darum, dass ich euch nochmal eine Hilfestellung mitgebe, ein Gebet zu Michael mitgebe, wer mag, ne? Wer mag, legt sich dann vielleicht heute Abend in die Badewanne oder macht sich einen meiner Tees hoffentlich, ne? Und zündet sich eine Kerze an und spricht dazu, ruft dazu Michael an. Gerne auch Seraphis Bay. Und ihr könnt auch den Tag gleich mit dem Gebet beginnen, wer mag, ne? Ja, und worum geht es hier? Um eure... Na, mag er nicht fokussieren. Ja, weil ich das Licht in dem Raum nicht anhab, ne? Seht ihr auch, das Video ist, glaube ich, auch so ein bisschen kriselig, ne? Das Licht läuft hier allein über die Kamera. Wartet mal, ich mach mal die Deckenlampe an. So, probieren wir es nochmal. Ja, haha. Es geht um eure Selbstachtung. Ne, das heißt, ihr habt wahrscheinlich übers Wochenende genug Wissen gesammelt, ja, oder seid noch dabei, das Wissen zu sammeln. Wir sind immer noch in der Energie, was eurer Selbstachtung im Weg steht, ne? Was euch triggert in eurem Selbstwert, wo ihr euch immer wieder erniedrigt, ja. Und es wird Zeit, jegliche Form der Erniedrigung zu trennen und in die Selbstachtung zu kommen. Emotionale Erpressung wird mir auch gegeben, ja. Also sich, ne, ist ja logisch, ne, es hat was mit Selbstliebe, Selbstwert, Selbstachtung zu tun, ne. Wir lassen uns weder emotional erpressen, wenn wir gesund sind, ne, wenn wir im Licht stehen, lassen wir uns weder emotional noch materiell erpressen und wir erniedrigen uns auch nicht, ne. Aber das ist ein Weg. Und darum geht es, ja. Wo habt ihr eure Selbstachtung verloren?
Oder wenn man schon auf der anderen Seite steht, ne? Wo habt ihr eure Selbstachtung wiedergewonnen, wird mir gesagt. Ja, habt sie mal mit den Füßen getreten, habt sie jetzt aber wieder da. Und wieder andere haben sie jetzt in greifbarer Nähe, ja, in greifbarer Nähe. Und jetzt geht es darum, die halt auch das Selbst zu achten. Dankeschön, das Selbst zu achten. Die Lernaufgabe ist, das Selbst zu achten und nicht mit Füßen zu treten, entweder selbst oder von anderen mit Füßen treten zu lassen. Dafür gibt es dann immer Spiegelpartner, ne? Ist immer wie so ein Anteasern, ne? Achtest du denn schon dein Selbst oder kann ich da noch rein? Ja. Ja, und wer das gerne möchte, ja, oder da sich Unterstützung wünscht, ne, oder weiß, ja, oh, nee, an der einen oder anderen Stelle fehlt es mir immer noch an Selbstachtung, ne? Fehlt mir die Kraft, ja, mein Selbst zu achten. Ich möchte zwar, dass andere mein Selbst achten, ich selbst tue es aber nicht. Der kann gerne den Tag damit beginnen. Ich halte es euch rein, könnt euch einen Screenshot machen, ne? Abschreiben ist, glaube ich, ein bisschen viel Text. Lieber Gott und Engel, danke, dass ihr mir helft, mich so zu sehen, wie ihr mich seht, mit den Augen der Liebe. Ja. Danke, dass ihr mich ehrt und achtet. Ja. Bitte leitet mich an, mich selbst genauso zu achten. Und verleiht mir den Mut, meiner Wahrheit, hier, da haben wir Seraphis Bell, ne? Meiner Wahrheit Ausdruck zu geben. Und für mich selbst einzustehen. Ich bitte um euren Schutz in all meinen Beziehungen, damit ich stets von liebevollen und freundlichen Menschen umgeben bin. Ja. Und dafür darf man halt karmische Schnüre trennen, ne? Die zu Menschen, ne, die weder liebevoll noch freundlich im Umgang mit euch sind. Ne? Und wer sein Selbst noch nicht achtet, ja, noch nicht in der Selbstachtung angekommen ist, aber das wisst ihr, der kämpft die ganze Zeit um Anerkennung bei entweder einer bestimmten Person, ne? Das macht man ja gerne beim Schattenpartner, ne? Da kämpft man ja gerne um Anerkennung, ne? Das ist dann die sogenannte unerwiderte Liebe. Ja, da wirft man dann jegliche Form von Selbstachtung über Bord, ne? Oder bei Eltern, ja, wo man noch nicht im Erwachsenen-Eich angekommen ist und eine klare Grenze ziehen kann. So, hallo, ich bin erwachsen jetzt, ja, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und ihr könnt diesen Weg entweder mitgehen oder ihr lasst es. Punkt, so einfach ist das, ne? Da kämpft man auch lange um Anerkennung, ne? Ja, dann hat man den einen oder anderen Freund, ne, den man, wenn man Probleme mit Loslassen hat, ja, der wo man vielleicht auch immer wieder Grenzen überschreiten lässt, Arbeitgeber, Nachbarn, was auch immer. Ne? Also wenn Selbstachtung noch ein Thema ist, dann kommen die Menschen, die diesen Punkt triggern, ja, aus allen Ecken, ne? Warum? Ja, das, da geht es um Macht. Da geht es um Macht. Ja, so, ich muss mir die Karte erstmal näher angucken, ihr Hübschen. Es ist auf euch zukommt, ja. Auf euch zukommt, guck mal, sieht gar nicht lecker aus, ne? Es ist, sieht gierig aus. Also sprich, es kommt jetzt nochmal, ja, damit ihr diese Schnüre durchtrennt, ja, in einer, das ist Völlerei her, ja. Energievampirismus und Völlerei. Also sprich, es kommt jetzt nochmal
in einer sehr offensichtlichen, danke, in einer sehr offensichtlichen Energie auf euch zu, ja, so dass ihr es auch erkennt. Hier ist jemand, ein Energievampir, ja, der auf Völlerei aus ist, der maßlos übertrieben ist. Wieso, weshalb, warum? Weil er sie es einfach mit euch machen kann, ja. Weil es geht. Darum. So einfach ist das, wird mir gesagt, ja. Weil es klappt. Okay. Und es geht jetzt halt darum, sozusagen unter Beweis zu stellen, ja, dass ihr diese Phase, ne, die Phase der, nein, ich achte jetzt mein Selbst, ne, und hier bin auch in der Lage, meiner Wahrheit Ausdruck zu geben, ne, und für mich selbst einzustehen, ja, unter Beweis stellen könnt, ja, damit diese, ich nenne es mal dunkle Energie, ja, von euch getrennt werden kann. Aber die Ansage dazu macht ihr. Also ihr habt die Begegnung mit jemandem, ja, der Maßlosigkeit betreibt, ja, Völlerei betreibt mit einem Energievampir. Und ihr wisst das. Ihr fühlt das. Ne, das ist wie ein Parasit, ne? Das ist wie ein Parasit und man fühlt sich dann halt in der Gegenwart dieses Menschen, ne, verschwindet die gute Laune, ja, man fühlt sich schlappi, man fühlt sich ausgesaugt, ja, man fühlt sich leer, man fühlt das einfach schon, ne? Dieserjenige, welche braucht noch nicht mal was zu sagen. Man fühlt sich in dessen Gegenwart schon, ja, statt lebensfroh, Forscherdrang, machen, was machen wir jetzt? Ne? Hast du Bock da und da drauf? Ja, oder eine schöne Gemeinsamkeit? Es ist halt das Gegenteil, ne? Es ist halt Freudlosigkeit, Lustlosigkeit, es ist manipulierend, ja, lenkend, steuernd, bestimmend, egoistisch, auf sich bedacht und deswegen fühlt ihr euch halt nicht lebensfroh, sondern eher krank, ne? Krank, leer, allein, zurückgelassen, so halt, ne? Also dunkel, ne? Das ist ja hier der dunkle Spiegel, ne? Der dunkle Part of us, ja? Mit dem wir jetzt in Begegnung kommen, ja, damit wir die Lernaufgabe der Selbstachtung meistern können. Mut zur Wahrheit heißt es da. Also, wenn es heute, ne, dunkel, unangenehm, kränklich, ekelhaft, überflüssig, dramatisch, so eine unterbewusste Angst da ist, dann achtet auf euer Selbst und habt den Mut zur Wahrheit, ja, zieht eine Grenze und trennt diese Schnüre. Damit es für euch weitergehen kann. Damit dieses Thema, ja, dass ich achte mein Selbst, verteidige mein Selbst und vertrete mein Selbst, dann auch mal abgehakt, ja, und in die Kiste Scheck erledigt gepackt werden kann. Ja, weil als nächstes haben wir dann die Wintersonnenwende, ne? Joule, den Wendepunkt. Und der kann halt nicht kommen, wenn man dieses Thema, diese Lernaufgabe dann nicht mal in Angriff nimmt, ne? Dann bleibt man halt wurde man halt wieder von der Dunkelheit rekrutiert, ja, und darf da noch eine Runde dienen gehen, ne? Bis man dann vielleicht mal einen neuen Arbeitgeber, der sich da licht- und glanzvoll nennt, bekommen will. Aber ihr wisst selbst,
Freier Wille, das entscheidet jeder selbst. Und wenn ihr Hilfe braucht, wisst ihr auch, wo ihr mich findet. Dann entlasse ich euch mal mit euren Entscheidungen dazu. Ne? Jeder hat die Wahl. Und dann hören wir morgen früh wieder mit einem neuen Tagesimpuls. Bis dann. Sawasdee.